Moin und herzlich willkommen wieder bei Unity of Command 2 Berlin DLC, die deutsche Kampagne Balaton 45. Wir sind erstmal in einer Konferenz. Ich habe nochmal nachgesehen, also es gibt jetzt noch drei Missionen. Die 6. Armee haben wir immer und jetzt mal die 2. und 3. In der nächsten, dann glaube ich, die 1. ungarische und in der letzten Mission ungarische 1 bis 3, also dann alle. Das heißt, es kann sich durchaus lohnen zu investieren, so ein bisschen, aber wir haben nicht wirklich viel Prestige. Der alternative Pfad kostet nämlich auch nochmal wieder 50. Das ist ein bisschen unschön und wenn man dann hier noch was machen will und noch Karten kaufen will und eigentlich was für die Einheiten auf, also es ist schnell weg. Für den Bomber habe ich immer sehr gern dabei und die Erklärungstexte zu lesen lohnt sich durchaus hin und wieder, denn da wird empfohlen Pionier- und Operationverbesserung, besonders im ahistorischen Pfad. Dann würde ich sagen, kriegt ihr mal den Brückenbau. Und dann haben wir halt noch 40 Prestige übrig. Wenn man die 50 bezahlt und ja, ich meine, also man kann natürlich hoffen, dass man vielleicht am Anfang hier irgendein Ziel schon hält und da ein bisschen noch Geld reinbekommt. Aber sonst ist das halt alles eng, sehr eng. Ich meine aber auch, dass jetzt nach jeder Mission immer eine Konferenz ist, dass man ein bisschen was machen kann, dann lasse ich mal das in der Kasse und hoffe, dass es soweit passt. Bestätigen wir das und machen weiter in der Bannard-Krise. Der unerwartete Erfolg der Achsenmächte in Siebenbürgen ermöglicht es, weitere Truppen ins östliche Ungarn zu verlegen, wo die Rote Armee in raschem Tempo auf Debrecen vorrückt. Berlin befiehlt, die Sowjets zurückzudrängen und eine neue Winterlinie an der ungarisch-rumänischen Grenze nördlich von Belgrad zu errichten. Im Oktober beginnt der Gegenangriff mit Unterstützung frischer Panzer und SS-Verbände. 6. Armee und 2 ungarische. 6 Runden? Ich weiß nicht, wie lang die anderen sind. Aber nur bei 6 Runden ist es ein bisschen fraglich, ob man den Bomber reinpackt, der, wo Prestige doch so eng ist, dann doch auch so relativ teuer ist. Naja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wenn schön, den Bomber sparen zu können. Man muss ja geradezu hoffen, dass es möglichst viele Ziele gibt, damit man noch ein bisschen Prestige reinbekommt. Sind wir da auf Vorrat? Ach ja, genau. Vorrat müssen wir Sachen haben und hoffentlich gibt es eine Kampfvorbereitung, wo man diesen Vorrat dann auch noch mal ein bisschen verteilen kann. Das war ja bei der letzten Mission nicht. Das ist dann mal so ein wenig unschön. Kann sich nur noch um Stunden handeln. So. Die Befehle aus Berlin sind eindeutig. Du sollst umgehend bei Arad zum Gegenangriff übergehen und die Sowjets daran hindern, ihre Offensive auf Debrecen auszudehnen und die Thais zu überqueren. Erhebliche Kräfte und Einheiten der Luftwaffe sind zu diesem Zweck nach Ungarn verlegt worden und die Moral ist hoch. Die Stellung der Winterlinie müssen schnellstmöglich erreicht werden, bevor der Feind entsprechend reagieren kann. Die Zeit drängt. Ein Inf wurde neu aufgestellt. Dann schauen wir mal. Ja, wir kriegen tatsächlich 20 geschenkt, haben dann immerhin 60 Nachschub. Ja, hätte ich letztes Mal verteidigen müssen. Da kommt mal einiges. Ah, die Karte hat da sogar noch eine Ecke rum. Okay. Ja, da scheint hier alles so ein bisschen kreuz und quer aufgestellt zu werden. Auch so ein bisschen stichprobenartig, also ja, das ist wohl überall rundherum wird was erscheinen. Wir haben dann in Runde 3 mit unerfreulich vielen Orten. Na gut, die haben der Gebiet, ob man das irgendwie zustellen kann, wer weiß. So, Versorgung. Die haben die Eisenbahn. Oh, tatsächlich, die haben die Eisenbahn da hinten. Das ist, soweit ich sehe, nur ein Anschluss. Und das ist doch mal eine gute Nachricht. Da muss man irgendwie rankommen. Wir haben. Da ist eine Bahn dran. Da wäre sogar ein Flughafen. Mal sehen, ob man den braucht.
Jedenfalls mehrere Bahnen. Das sieht logistisch schon mal alles ganz, ganz ordentlich aus. Wo sollen wir denn lang? Hat es da? Brückenkopf. Muss sich irgendwie jemand darum kümmern, das wegzumachen? Okay, und gerade die Eisentore sind ein Stück weg. Da kriegen wir noch eine Crew-Upgrade. Und da theoretisch noch eine Karte. Was haben wir denn dann? Das rote Ungarische ist da oben. Ungarische und die 6. Armee ist da. Und wer ist im Süden? Ja, ist Gruppe F. Wie soll sich hier um Sachen kümmern? Du hast leider nichts weiter und kannst nichts machen. Du. Noch ungarische Infanteristen. Einen ungarischen. Ja gut, warum nicht? Gebt den noch aus. Das ist der eine gute Elite-Panzer. Ja, der viel Arbeit gemacht hat. Und jetzt auch ganz gut drauf ist. Der müsste aber genau sehr viel deutsche Infanterist haben. Da wurden ja auch zuletzt gezielt welche eingesammelt. Die können wir hier auch in großen Zahlen ausgeben. Und toll. Als wenn jemand Reichweite hat, da tobt es auch noch die Erfahrung. Das ist genau das, was man sich wünscht. Ja, in Ungarn. Oh, mehr hat die 6. Armee hier nicht. Und so gesehen hat. Die hat noch den Panzer und den da. Es ist erstaunlich wenig. Hätte Panzer eine Artillerie geben. Man muss eigentlich darüber nachdenken, von dem das auch wieder einzusammeln. Da kommen, die bringt ja auch gut Verteidigung. Naja. Okay. Also an allen Ecken, wobei es kommt ja noch eine, aus allen Ecken Verstärkung, vielleicht auch noch irgendwas von der 6. Armee, dem man das besser in die Hand drücken kann. Gut, wir haben hier zwei Bomber, das ist schon nicht schlecht. Ein Sättigungsangriff, ach, fliegende Artillerie und ein bisschen Luftaufklärung. Die Frage wäre jetzt, ob man hier schon. Ist halt groß der Fluss entlang. Brücken bauen müsste. Und wie das von der Logistik her aussieht. Ich habe den Eindruck, den könnte man aber wesentlich weiter vorne platzieren. Ja, warum nicht gleich hier rein irgendwo? Das sollen wir eh halten. Doch reicht gerade auch einer, um alles abzudecken. Auch hier wäre die Frage, ob man das Ding nicht weiter nach vorne packen kann, auch wenn das hier teilweise etwas gefährdet aussieht. Da haben wir einen. Ah, der hat diese Zusatzversorgung, aber nur, die halt weg ist, wenn man sich bewegt. Das ist lästig. Nebenbei als Großfluss, wo man also nicht sehr leicht rüberkommt. Die haben da ein paar Pontonbrücken. Also das müssten wir irgendwie zustellen. Die Frage ist, wie kommt man an diese Eisenbahn ran? Auch kein Punkt. Also wir müssen hier nur dicht machen und dann sitzen eigentlich alle fest. Wir müssten hier aus dem Süden Vollgas geben. Die Frage ist, wie gut man da Vollgas geben kann. Hier ist Gruppe F. Brücken bauen leider nicht. Bei dir schien Brückenbau jetzt auch noch nicht so relevant zu sein. Vielleicht, wenn man den oder den Fluss erreicht. Oder da irgendwie. Gut. Könnten natürlich noch kaufen. Gut, wir könnten unseren Panzer 4 hier. Der hat einen Tiger drin. Also unsere Panzerdivision, die hat einen Tiger drin. Wenn wir dem noch ein Panzer 4 draufhauen, dann macht er auch einfach alles weg. Jo, wäre zwar auch schick, keine Frage, aber die fallen ja immer in so einem Tempo. Ich denke mal, so hast du auch wahnsinnig viel Kampfkraft und eh beide vorne. Na gut, dann also muss das hier von diesen beiden Panzern getragen werden, die hier. Sehr gute Spezialisten haben. Ja, dann könntest du vielleicht doch noch ein Stück nach vorne.
Natürlich pro forma noch verschanzen. So ist das zweite Ungarische, kann dann. Ja, kann eigentlich auch nichts viel Sinnvolles machen. So noch ein wenig nach vorne zu gehen und du stehst da schon halbwegs. Und du stehst auch halbwegs akzeptabel. Wir haben nochmal einsacken und auf Dauer sehen. Ich frage mich, wo zu der Flughafen da ist. Aber das wird sich wahrscheinlich schon noch klären. Ist noch außerhalb? Ja gut, der, aber da kann man nicht viel machen. Außer zu versuchen, den dann demnächst irgendwie mal rauszuholen. Aber wir sind noch, ja, wir sind in der Vorbereitungsphase. Wir können ihn nicht in die Ruhe bewegen. Also dann zwei Bomber und ein bisschen anderes Zeug. Sogar zweimal fliegende Artillerie. Das ist interessant. So viel Zeug kriegt man ja gemeinhin nicht einfach so. Du habt, ah ja, hier ist eine Einheit, die einen Weg hat. So, was machen wir nicht dagegen, dass die hier durchlaufen, die möglichst schnell von der Versorgung abschneiden. Wenn man hier hinten irgendwie rankäme. Hier unten ist aber kein Ziel und ihr habt ja auch von hier einen. Also ich will jetzt nicht, dass die hier zu sehr irgendwie rübergelaufen kommen, aber ich glaube, der Großteil kann. Denn oder wir schicken hier einen Schwachen. Dass wenn der hier rüberläuft, dass der einfach da komplett die Bahn wegnehmen kann, das fände ich irgendwie unschön. Dass halt im Zweifel der Zugang ist. Mal da und so, dann kannst du dafür hier drüben hinkommen. Ja, und ihr stellt euch auch einfach schon mal weiter an. Soweit ihr halt dann noch kommen könnt. Du hast auch nur ein 1-1, das heißt, das ist derjenige, welche, der hier irgendwie den Weg finden muss. Dadurch. Führungspunkt technisch. Wir sonst also da anfahren und eigentlich den gerne wegmachen hier. Weil der eine nervige Artillerie hat. 2-1. Wäre natürlich der Spezialist. Was nicht ganz so toll wäre. Mache ich das jetzt schon, damit du ein bisschen in die Tiefe fahren kannst? Das ist ein netter Anfang. Natürlich, wenn die mit Sicherheit sich darauf werfen, dass die Logistik wieder nicht funktioniert, man kennt's. Aber es geht in die richtige Richtung. Und das 2-1, also. Nee, wäre eigentlich echt blöde, wenn der Spezialist direkt wieder weg wäre. Jetzt haben wir noch Versorgung. Auch gut. Okay, den haben wir nochmal. Du könntest noch einen Scheunangriff machen. Einfach um nur minimal Erfahrung noch einzusammeln. So, wie sieht es bei euch aus? Ihr kommt gerade maximal da vorne hin. Du könntest hier wegfahren. Ja gut, ihr habt da irgendwie Stress. Vereinzelte Angriffsmöglichkeiten. So, du könntest den da treffen. Oder wir schauen uns erstmal das hier an. Ihr solltet ja mit die besten Offensivkräfte haben. Denke ich mal. Der, okay, der im Wald ist ein bisschen das Problem. Könnten wir aber mit der Artillerie draufhauen und erstmal mit denen von hinten nach vorne ziehen. Also wenn du da anfährst und den da kaputt machst. Überrannst du den, aber wenn du im Wald angreifst, dann bist du da schnell ein Spezialisten los. Das lohnt sich natürlich nicht. So, dann könntest du nachsetzen und den dann noch platt schießen. Doch auf den schießen. Aber der hier im Wald ist ein bisschen lästig. Vielleicht, wenn die Artillerie einmal drauf gehauen hat.
Basis ist ja gut 1-0, aber das ist in Relation zu den anderen Angriffen immer noch schwierig. Wir können einfach versuchen, den ein bisschen festzusetzen. Die Frage ist, wie lange macht er am Ende da eine Brücke kaputt, wenn es, also, kennt ihr die KI? Könntest da noch rein? Okay, du könntest, wobei du hast auch schon 3-0 auf den. Wie klug du. Das 1-1. Du hast auch so einen schwachen Gegner, nur ein 1-1. Das ist irgendwie unschön. Sonst tau du doch ruhig den weg. Ja gut, und da stehen immer noch welche, die du jetzt aber nicht ankommst. Also du könntest natürlich auch hier die Straße freiräumen. Wäre an sich wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Wir können ja immer noch hier und im Zweifel den angehen oder da unten. Komm, dann mach dein 1-1. So, wir haben kein Geld, also nehmen wir das Kostenlose. Aber warte, bevor du da reingehst, der muss natürlich auch so weit wie möglich nach vorne. Wir könnten die natürlich einkesseln. Wie weit kommt ihr noch hinterher? Jetzt nicht mehr so wahnsinnig weit. Aber eigentlich hätte natürlich der stärkere Trupp den Vorrang. Und du stellst dich an der Brücke einfach an und du kommst wahrscheinlich auch erstmal einfach nur auf die andere Seite. Jetzt sind die Bomber noch da. Gut, man könnte zum Beispiel versuchen, den Panzer da zu bomben. Der hat wohl auch wieder einiges an Potenzial, sehr lästig zu werden. Mir noch ein Panzer, der nichts getan hat. Dann hier schauen mit dem. Ich meine, zur Not können wir den immer noch wegkloppen. Ah, 1-1 ist jetzt doof. Vielleicht, der ist auch. Ach, diese Reiter mit viel Elite, die sind sehr, sehr lästig. Können wir auf den bomben. Nur 1-1, ne? Also auf den ja zur Not auch hier noch irgendwie schon noch einen Treffer. Das war schön. Wodurch der jetzt. Na gut, der ist noch knapp da. Aber kein zu großes Problem mehr, hoffentlich. Von der Versorgung her passt das auch alles noch. So, ihr müsst dann hier ein wenig sehen, was ihr tun könnt. Also ihr könnt es den halt mit 1-0 treffen. Das ist jetzt nicht übermäßig spektakulär. Aber sagen wir mal immerhin. Vor allem, wenn du dabei den Spezialisten verlierst. Ich würde sagen, du kannst mit der Artillerie schießen, aber kannst du natürlich gar nicht, weil ja gar keinen, also das Akku gar nicht die Fähigkeit dazu hat. Könntest hier natürlich ein wenig agieren. Eine Verluste erleiden, so war das nicht unbedingt gedacht. So, die könnten da reinlaufen, das wäre doof. Das geht da ein bisschen runter. Ja, und was ist, wenn er denn hier irgendwie entlang will? Oder stell dich so mittig dahin. Halt den auf jeden Fall auf. Das können wir alles auch noch so behalten an Zeug. Ist da jetzt noch irgendeiner? Ja gut, der, aber das ist so ein Sonderfall. Er hat auch so ein bisschen blöde Stand am Beginn. Nö, er wird jetzt auch kein LKW aufbauen. Er geht schon nächstes Mal in die Versorgung rein. Ja, dann könntet ihr noch vorsichtig nachrücken. Du könntest technisch gesehen auch noch 3 Meter hinterher.
Das ist ein Scheinangriff. Na, dann ist halt Spezialist unterdrückt und am Ende kommt ja doch noch irgendein Mist von der Seite. Also eigentlich lieber nicht. Wir können das jetzt natürlich theoretisch auch noch maximal nach vorne. Also als wer weiß, was unterdrückt wird. Am Ende irgendwas, was man mal wieder brauchen könnte. Maps da und kannst die meinetwegen noch fertig verschanzen. Du. Den vorzurücken könnte auch nicht ganz ungefährlich sein. Sonst bleibt erstmal so stehen und wir schauen mal, was passiert. Ja, lauft in den Brückenkopf rein. Das ist ganz in Ordnung. Das ist noch so ein blöder Reiter. Machen die Truppen da drüben platt. Jetzt aber der Panzer geschwächt. Jetzt müssen wir uns irgendwie auf jeden Fall holen. Im Süden kommt man jetzt auch nicht mehr so richtig sauber lang, also vor allem von Norden. Ach nee, reiß doch nicht die Brücken ab. Aber wir kriegen erstmal jede Menge Verstärkung. Damit irgendwie arbeiten. Der ist so ein bisschen festgesetzt, aber entgegen der Erwartung, die Brücke hätte man echt gut gebrauchen können, entgegen der Erwartung oder noch nicht von der Versorgung abgeschnitten. Kann man jetzt nicht mit voller Kraft hier runterheizen? Schade, dass ihm das Feld fehlt. Und dann einfach dahin. Oder doch noch etwas näher dran bleiben und sich dann hier einfach mal einen rüberstellen. Die natürlich hier vorne einfach nicht los. Was etwas unschön ist und die da im Brückenkopf müssten wir auch noch mal irgendwie schlagen. Oder zumindest so weit zurückhalten, dass sie nicht so viel anstellen können. So gut, wenn du hier einfach mal an den Flussrand fährst und dann nächstes Mal auf ein anderes Feld hoppelst oder halt hier über die Straße unten rum. Bin mir nicht ganz sicher, was besser wäre. Der steht da, was? Das hier schien mir wahrscheinlicher, dass da was stünde, als dass da irgendwo was stünde. Okay, der wäre natürlich, wenn er da reinheizt, selbst komplett ohne Versorgung. Dass man hier nicht ein bisschen die Gegend weiter gesichert hätte. Und Angriffe sind hier auf Breit. Okay, er ist der Einzige, der angreifen kann. Eigentlich will ich ja Vollgas geben, damit man da nächstes Mal irgendwie an die Bahn rankommt. So, der Reiter ist auch noch halbwegs fix. Nur der Teilsbrückenkopf. Natürlich in gewisser Weise erledigt er sich von selbst, wenn die Versorgung weg ist. Wir sollen ihn schon in der nächsten Runde einnehmen. Wie stellen die sich das vor? Warum haben wir da einen Flughafen? Fragen über Fragen. Und hier kommt man ja auch nicht so, also vernünftig an irgendwas ran. Du kannst den Panzer leider, oder könnt den weghauen und den versuchen einzukesseln oder was, werdet kreativ. Okay, klar, wir haben Bomber. Na, trotzdem hänge ich da unten gerade ein bisschen, wie man das am optimalsten macht hier. Na gut, die werden einfach vorstoßen können. Den anderen Elite-Reiter wegräumen und dann ist da langsam Platz. Kommt ihr auch darum, das passt alles. Also dich würde ich eigentlich sonst vielleicht hier hinschicken.
Und dann nächstes Mal einfach einmal über den Fluss rüber. Und der Rest der Nachwelt muss irgendwie zusehen. Dass irgendwie Versicherung für die Versicherung, nein, Versorgung gesichert werden kann. Aber dafür die Bombe einsetzen. Er hat natürlich hier einen Elite-Reiter, was es sehr schwer macht. Vernünftig zu arbeiten, und die meisten Einheiten haben wir auch noch. Das heißt, wir müssen schon noch halbwegs vorsichtig mit denen agieren. Natürlich versuchen wir uns hier mit Scheinangriffen langsam ein bisschen reinzuarbeiten. Ist aber trotzdem alles schwierig. Und gleichzeitig müssten wir hier eigentlich Gas geben, um das Ziel irgendwie halbwegs zu erfüllen. Was ich gerade irgendwie auch als schwierig empfinde. Und den Reiter hätte ich dann eigentlich gerne hier drüben eher Versorgung zu sichern. Sonst nehmen wir das Ziel halt zu spät ein. Sobald wir die Versorgung von denen weg haben, wird ja alles sehr viel einfacher. Könnte es noch da zum Beispiel einfach einen Schauenangriff durchführen. Den haben wir auch ruhig nochmal, wenn du Erfahrung abgreifst, passt das. Die hört immer noch auf 1-1. So, du hast einen Spezialisten getroffen. Ändert aber nichts am prinzipiellen 1-1. Ja, man könnte argumentieren, den haben wir nicht nochmal. Ist der leider immer noch da. So, dann habt ihr zumindest bis hier vorne eine Position gesichert. Na gut, gesichert. Wenn die alle da zuhauen, dann wird das böse. Aber so irgendwie wird das funktionieren müssen, und ich tue mich schwer, mit dem vorzurücken. Oder vielleicht dahin. Ist der natürlich auch immer noch nicht drin. Aber immerhin etwas weiter vorne. Ihr macht da ein bisschen Stress. So, du bist da. Ihr müsst dann wahrscheinlich hier mit rein. Und irgendwie in diesem Brückenkopf arbeiten. Okay, der Ort selbst frei. Vielleicht kann man die so irgendwie auf Dauer kriegen. Vielleicht aber irgendwie, dass die den hier auch noch brauchen. So, wie sieht's bei euch aus? Ihr müsst diese mobilen Einheiten treffen. Der Panzer nicht drin ist, sonst geht halt voll auf den. Und verpasst den. Sehr schön. Wir könnten auch versuchen, den Panzer einzukesseln. Ich habe da oben einen eigenen Eisenbahnzugang, falls der jetzt irgendwie hier rumfährt. Könnte es den treffen, dass man von hier noch ein bisschen an Tiefe gewinnen könnte. Das bringt alles nicht viel. Du kannst offen gesagt auch nicht viel. Muss er hier durch Gas geben. Ist natürlich fast die Frage, ob der Weg da frei ist. Ja, bis dahin ist er. Ah, war klar, dass doch noch irgendwo auf dem Weg einer steht. Zugeben, den haben wir auch noch länger. Den jetzt einfach so uns nirgendwo zu schicken, ist natürlich auch ein klein wenig abenteuerlich. Und jetzt umso wichtiger, dass wir irgendwie einen Weg frei kriegen. Dazu hier und da Gegner treffen. Ein 1-1 auf den Panzer ist ja eigentlich fast in Ordnung. Ah, 2-1, das war eigentlich zu teuer. Warum haben wir die alle ständig noch? Da kann man die 1-1er gar nicht wirklich machen. Nebenbei versorgungstechnisch. Wir da einen Punkt aufbauen und erstmal hoffen, dass es reicht. Ja, und wenn wir mit jetzt noch weiter vorfahren, dann gibt es auch wieder Stress.
Wenn wir zu weit vorfahren, wenn wir noch einen zweiten. Würde sogar bis da hinten reichen, aber ich nehme an, dass irgendwer uns da schon wieder rauflaufen wird. So, ihr. Natürlich auch nochmal. Und ihr deckt gerade diese Brücke, sonst springen wir mal zu euch. Nicht vergessen, die Bomber sind noch da. So, wenn wir den nochmal mit der Artillerie treffen. Ich habe gesehen, wir haben aber auch den Direktangriff. So, die 6. Armee haben wir noch häufiger. Das heißt, das ist nicht schlecht, was Kostenloses zu nehmen, aber die Kasse ist so leer, dass ich auch gerne ein bisschen Prestige hätte. Zieltechnisch sollen wir jetzt diesen Ort da einnehmen. Da ist hier noch leider noch ein Inf mit sehr viel Erfahrung und ein durchschnittlicher Reiter. Und es wäre nicht schlecht, den Fluss zu erreichen, um ihn dann möglichst bald zu überqueren. Habe ich den etwas mehr in den Weg geschubst, als eigentlich schön gewesen wäre. Du kannst hier angriffstechnisch niemanden erreichen. Der schon mal Vollgas da unten hingeben. Okay, du könntest den auch einem 4-0 mit. Das wäre ganz nett eigentlich. Und die Inns können wir häufig, glaube ich, da nur nachrücken. Und 2-0 auf den Reiter. Okay, du lässt von da ein sehr solides 5-0. Wie ein anderer Panzer mit reinrücken könnte, müsste. Und die alle hier nicht viel tun können. Aus den Überrand, sehr schön. Aber kriegen wir hier dann erstmal einen rein, um das Feld auf jeden Fall schon mal sicher zu haben. Kriegen wir direkt... Moment. Ja doch, noch ein Upgrade. Halle 6, ich tue mich so schwer. Wir erstmal Prestige haben, wir brauchen was in der Kasse. Die 6. Armee haben wir immer. Vielleicht wäre es halt klüger gewesen, einen von der 6. reinfahren zu lassen. Andererseits, die hat ja kaum Einheiten. Wer ist jetzt dran? Noch einer. Es regnet Haku-Upgrades. Die Kasse gerade ganz gut anfüllen. Ja, und wenn du sonst nichts zu tun hast. Dann ist der weg. Das ist auch sehr schön. Dann könntest du hier wirklich seitlich ran und den noch wegmachen. Hättet ihr hier oben schon mal den Weg sehr gut frei gemacht. Ja, einer liebt noch. Der dann auch im Weg stehen bleiben wird. Mal sehen, ob man da nächstes Mal ankommt. Da ist die... Eisenbahnteil, also wir sind irgendwie dran am Abschneiden. Da schauen wir nochmal in. Du kommst nach vorne. Du kannst da rein, du kannst da in die Ecke ein bisschen mit. Du kommst noch die Straße runter. Und du kriegst zumindest mal ein paar Mann Verstärkung, dass du hier auf Dauer wieder mitmachen kannst. Gut, jetzt habe ich den Bomber gar nicht genutzt. Vielleicht können wir den noch auf den abschmeißen. Der ist ja gerade auch abgeschnitten. Wenn wir den noch auf 0 kriegen. Ah, Stadt nebenbei zerlegt, aber wird hier nicht versorgt. Das heißt, den kriegen wir auf Dauer dann auch schon. So, nächstes Mal nach Arad. Also wenn sich da keiner hinstellt, sehe ich noch Möglichkeiten. Wenn sich da einer hinstellt, wird sehr unschön. Der hat keine Versorgung, aber das passt. Da vorne auch nicht, das wird natürlich eng. Dann vielleicht doch etwas zu übermütig und dann sehen auch, wie wir den versorgt kriegen. Das wird schon irgendwie lustig werden müssen. Natürlich hier noch, falls man noch direkter fahren will, noch mehr Brücken bauen. Wurde schließlich teuer gekauft, die Fähigkeit.
Ja, noch mal ein bisschen, nur so, dass du dran bist. Okay. Was jetzt eigentlich Glück, dass der denn einen gerade völlig in Stücke geschossen hat. Also das hat mich schon gewundert, so effektiv. Man die einen Leute ja gar nicht. Wir hören die jetzt in Stücke geschossen. Er zieht sich immerhin in Sicherheit zurück. Okay, die gehen da auch zurück, dann müssten wir jetzt da irgendwie versuchen ranzukommen. Die werden hier auch die ganzen Wege, die man bräuchte, verbauen. Was nur ein 1, ach, den haben wir eh nie noch nicht, dann machen wir ein 1-1 durch. Wenn die Panzer auch umzingelt ist. So, natürlich heißt das auch, dass du versorgungstechnisch im Nirgendwo bist. Vielleicht kannst du dir hintenrum die Versorgung da klauen auf Dauer. Und alle, okay, außer hier unten steht noch was. Aber alle anderen sind damit eingekesselt. Vielleicht gibst du wirklich erstmal ein bisschen Gas in die Richtung und versuchst das da zu erreichen. Kessel erreicht. Ja, hier massiv Verlust erlitten und ohne nennenswerte Unterstützung wird das nichts an der Stelle, das kann man jetzt schon sagen. Weil man natürlich jetzt auch eine Welle von Scheinangriffen loslassen kann, weil die sich hier nicht mehr verstärken, die Gegner. Welle von Scheinangriffen meine ich natürlich ein, weil wir nicht mehr Kommandopunkte haben. So, dich haben wir nochmal, lauf weg. Den haben wir nicht nochmal. Dann haben wir auch noch, ist unschön, aber block ein bisschen den ab. Tja, jetzt an den Brückenkopf ran. Keine Ahnung. Steht halt einer drin und dann ist das Wetter auch noch schlecht geworden. Das ist auch nicht gerade einfacher gemacht. Also wir könnten natürlich die Bombe auf den schmeißen und sehen, oder ist das ein Einsatz der fliegenden Artillerie? Was haben wir denn noch? Da haben wir noch einen Ort, das ist ja auch mal so ein Klassiker. Da haben wir noch einen Ort, das wäre ein Klassiker. Und das natürlich eigentlich auch. Zu viele Orte sind. Ja, okay. Frage, Luftunterstützung, sonst machen wir erstmal weiter und gucken, wer sonst womöglich noch so Luftunterstützung braucht. Also der ist weg. Und der da rennt jetzt auch an seine Einkesselung, wobei ja quasi alle Feinde eingekesselt sind. Inzwischen was sehr Schönes. Okay, unsere Leute haben natürlich hier und da auch gewisse Versorgungsschwierigkeiten. Aber das wird sich schon noch hoffentlich irgendwann irgendwie klären. Hat sich hier natürlich auch noch in den Weg gestellt. Und da müssten wir jetzt auch theoretisch rein, wenn man das davon will. Aber da steht hier wieder einer am Weg. Wenn man da wieder so partout nicht langkommt. Macht die KI doch mit Absicht. Ich glaube nicht, dass der Ort leer ist, aber ich sehe jetzt auch nicht groß eine andere Chance. Ich habe jetzt Runde 3. Na, es ist der schwache Reiter. Reiter an einem Reiter, der einen Lebenspunkt hat. Ärgerlich.
Also wir könnten natürlich technisch gesehen versuchen, den wegzubomben, aber lassen wir die Karte Karte sein. Die anderen da hatten ja auch noch sehr viel Bedarf an den Bombern. So, wir brauchen erstmal eine schwache Einheit, die jetzt den da noch wegräumt. Und dann müssten wir auf den Ort vorrücken und sehen, was uns da eigentlich erwartet. Was hast du denn? Rennchance? 70%. Hast du auch überrannt. Sehr schön. 6. Armee. Noch mehr Prestige. Dann hätten wir langsam wirklich gut gefüllte Kassen. Da ist keiner drin. Es war ja fast klar. Dann können wir nur mal ein bisschen ran, nur so damit du auch sicher was von der Versorgung abbekommst. Auch noch ran, auch wenn die Distanz eigentlich für ihn nicht erreichen müssen. Da ist soweit. Da ist natürlich keiner und da ist dieser eine dumme Reiter. Das ist immer. Und aufgrund des miesen Geländes kommst du da auch nur halb, also nicht mal halbwegs voran, eigentlich gar nicht voran. So, hier ist es ruhig. Okay, wir müssen nur noch die dazustellen, bevor es zu stressig wird. Einmal groß Versorgung austeilen, sehr schön. Geht allen doch gleich viel besser. Ja, und dann hier. Wollen wir eigentlich lang? Wenn wir diese Eisenbahn entlang haben, hätten wir. Ne, hätten wir noch. Hätten wir keine Versorgung. Weil unser eigener Anschluss da nur über Ecken und Kanten, wenn dann möglich wäre. Okay. Und ihr müsst die natürlich blockieren, bevor die auf die Idee irgendwelchen Sonnensatz zu machen. Und jetzt verstehe ich langsam das sowjetische Spawn-Muster. Ja, im Grunde alle die gleichen Felder. Ich glaube schon. Wenn man da so schnell reinstößt, dann kommt gar keiner von denen. Aber weil der im Weg ist, kriegen wir das Feld nicht mehr weg. Aber es sind 5 Einheiten und 5 Felder. Das heißt, jedes Feld, das wir jetzt noch wegnehmen, ist eine feindliche Einheit weniger, die erscheint. Du kannst jetzt zum Beispiel noch bis dahin fahren. Dann sind es nur noch da und du kannst da noch unterheizen. Obwohl, nee, wenn du dahin fährst, dann fährt der da rein und dann oder da durch und dann erscheint doch einer. Obwohl, du hast ihn ja zurückgeworfen, vielleicht. Immer noch nicht ganz klar, aber jetzt, wenn ich es richtig sehe, erscheint nur noch da hinten einer. Okay, es kann natürlich immer sein, dass hier einer reinläuft und da ist auch einer drin. Okay, müssen wir uns irgendwie drum kümmern und irgendwie die Logistik hier hinkriegen. Wir können LKW da entlang setzen, wenn wir das, also bis hier hin kriegen wir es gedeckt. Jetzt wird das versorgungstechnisch alles ein klein wenig chaotisch. Aber das ist dann halt so. Also, ja, ihr dürft euch noch bewegen, aber das ist nicht so relevant, leider. Ihr jetzt bedauerlicherweise nicht rumgekommen seid. Okay, aber dann hätten wir die Bomber noch frei. Könnte man technisch gesehen halt gucken. Wir können eigentlich, glaube ich, doch eine fliegende Artillerie auf. Da ist noch einer drin. Eisentor ist aber Eisen. Ne? Noch könnten wir es halt schaffen. Komm. Eins, eins. Den haben wir natürlich noch wieder. Oh,
Kommt noch. Nein. Schlamm. Das wäre trotzdem irgendwie, ja toll, eine fliegende Artillerie halbwegs weggeschmissen. Wenn wir den zu sehr in den Kampf schmeißen, ist... Ja, die Kontrollzone von dem, wir haben ja einen drin, das wird geblockt, aber... Flamme und weil der Nachzügler ist, reicht's nicht. Das ist doof. Ja, dann schaut euch das halt an. Könnt ihr da auch nicht machen, ihr blockt den dann noch irgendwie raus. Ja, der da noch ein bisschen, ja, also wird schon schief gehen. Achso, ach. Natürlich auch einfach da noch wieder reinlaufen. Das sind manchmal so die offensichtlichen Sachen, die man übersieht, aber ich meine, das mit der Goldwertung war eh weg, also. Ja gut, ein bisschen Prestige hat es dann, kostet es natürlich dann noch. Einfach auf die Straße. Sprechen wir mal nicht so sehr darüber. Und gucken eher, wie wir hier jetzt weiter rumkommen. Denn jetzt wurden zumindest ja nicht geheilt. Aber ach so, jetzt steht ja so, dass man überhaupt nicht erlangen kann. Das ist ganz schlecht. Also den müssten wir eigentlich loswerden, bitte dringend loswerden. Das sieht ganz gut aus. Sogar noch eine neue Stufe kriegst, indem du meinetwegen gleich mal nachsetzen kannst. Der wäre damit weg. Ist ein bisschen laufen, aber übertreib's bitte nicht. Ein hohes Risiko darauf zu gehen. Ja, und ihr schaut euch das ein bisschen an, dass ihr die Gegend da erobert kriegt. Wie ist bei dir die Logistik unterdrückt? So, jetzt. Letztes Mal das Wetter nicht schlecht gewesen. Naja. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt den Brückenkopf erobert. Soll ich dann sogar noch so stellen, dass die Kontrollzonen den Mobil noch vorbeischicken kann, dass der da ein bisschen Stress machen kann. Setzt den fest. Sollte es soweit an der Stelle sein. Der hinten eingekesselt. Die, okay, wir sind natürlich selber ein bisschen eingekesselt. Und haben gewisse Versorgungsschwierigkeiten. Warte, hat die KI das eine Feld genutzt, um alle 5 zu platzieren und die einfach dann zur Seite gefahren? Wäre natürlich schlecht. Also einen hinbauen und dann wegfahren und den nächsten hinbauen. Der ist natürlich auch noch da und der eine Reiter, in dem man die Karte nicht bekommen hat. Nicht wirklich. Wenn er sich zurückzieht, wenn er da angeht, wird das schlecht. Geht da. Sehr schön, dann können wir hier zumindest das... Nein, achso, wir können nicht das Land so erobern, dass alle die Versorgung kriegen. Die dummerweise von der anderen Seite Stress machen, das... Ja, die sind wirklich alle da drüben gespawnt. Das ist nicht gut. Wir müssen ja auch noch rein und da und dann irgendwie noch den Weg nach da unten machen. Wo dann doch langsam die Zeit etwas unangenehm knapp wird. So, können wir den da freundlich überreden, rauszugehen? Sieht nicht so aus. Auch die da scheinen erstmal einfach nicht wegzuwollen. Würden aber ab dem nächsten Zug langsam zusammenbrechen. Genauso wie unsere Logistik. Und ufert langsam in einem Chaos aus.
Die Sachen, die man bräuchte, sind wie gewohnt unterdrückt. Haben wir irgendwen von denen? Hier sind die, haben wir alle noch mal. Ich will es nicht einfach so verheizen. Könnten Bomber draufschmeißen und hoffen. Hat aber erstmal nur die Stadt zerlegt. Das ist, ja, das ist das, was man nicht will. Mit dem tollen Panzer draufhauen, das sind nur unnötig viele Verluste. Heißt, die ganze Truppe hängt gerade irgendwie fest. Könnten natürlich noch versuchen, den Ort einzunehmen. Da können wir uns hier vielleicht wenigstens Versorgung krallen. Auch, ach, was ist denn los? Zerlegen gerade aber auch jede Stadt, die sie finden können. Na, zumindest ein wenig Versorgung gekrallt. Dann, ja, angreifen ist da trotzdem schwierig. Müssen wir nicht auf Volldampf hier unten hin, um zu verhindern, dass zu viele Feindeinheiten, die irgendwie in die Richtung Natschen da ankommen. Oder uns insgesamt erstmal noch den Weg darunter freikämpfen. Und das alles bei einer sehr lustigen Versorgungssituation. Ja. Also wir kriegen keine. Also wir haben noch einen LKW, aber es ist trotzdem alles. Also kriegen von hier unten die Bahn. Was noch verbunden kriegen, sobald der langsam weg ist. Aber du bleibst jetzt mal brav in dem Ort stehen. Ich will da jetzt nicht schon wieder einen und direkt verlieren. Die Panzer müssen da jetzt natürlich irgendwie rum. Können da ungünstigerweise nicht einfach langfahren. Der müssen wir sehen. Das muss ich irgendwie klären demnächst. Können den da noch blockieren? Auch ein bisschen weg von allem. Ja, den ausbauen, das wäre ein Anfang. Könnten aber auch hier vorne einen bauen und hoffen, dass der schon da schon wird. Nur, die müssen nächstes Mal sehr, sehr dringend in diese Stadt rein. Müssen wir hoffen, dass wir da noch reinkommen. Einheiten, die da rumfahren, denen jetzt enorm die Zeit knapp wird. Und die werden uns zum Hinterland Stress machen. Ach Mann. Hätte der eine Reiter nicht mit dem einen Punkt überlebt und da hinten alles blockiert, dann wäre es jetzt alles viel besser gelaufen. Ist auch noch ein schwerer Panzer auf dem Weg. Der ist auch noch versorgt. Das heißt, den werden wir auch nicht mehr richtig los. Was machen, aber kommen hier bitte. Wenn sie noch irgendwie lebend aus der Mission rauskommen, haben wir zumindest eine Menge Geld. Hätte das da blockiert. Auf, ihr dürft jetzt auch die hier teilweise fahren. Ach ne, dürft ihr gar nicht, weil ihr keine Versorgung habt.
Wir müssen den Ort ja auch verteidigen. Ist da auch noch effektiv nichts machen. Erzähl mir jetzt mal bitte, dass ihr den Ort da irgendwie eingenommen kriegt. So, dann haben wir immer noch keine Verbindung nach da unten hin. Das Problem, dass der natürlich auch da massig Stress machen würde und natürlich noch irgendeiner im Weg stehen muss. Das hält niemals die Bahn, wie sie jetzt steht. Und jetzt ist da ein schwerer Panzer, der sich auf den Weg gestellt hat. Müssen wir alles, was fahren kann, jetzt noch irgendwie in die Richtung beordern? In der Hoffnung, dass irgendwie noch was ankommt. Den LKW kann man eigentlich auch sein lassen, der wird eh nur geplündert. Leider nicht sonderlich viel unten ankommen, ehrlich gesagt. Jetzt schon riechen, was die da teilweise kaputt machen und... Ah, da fehlt... Oh Mann, da fehlen 5 Meter Bahn. An die auch keiner mehr rankommt. Natürlich weiterhin die Logistik unterdrückt, aber du hättest den in Reichweite, wenn das irgendwie was wird. Ist auch noch, der ist eigentlich auch schon so gut wie eingesackt. Hier noch ran. Bisschen ran, das da oben, es ist nicht so wichtig. Guck, ob man da irgendwie einen Weg hat, also gut, ihr könnt natürlich den dann noch bomben. Da war jetzt auch nur rein theoretisch, sieht alles nicht so toll aus. Ja, es war klar, dass sich irgendwer draufstellt. Jetzt mal auch noch der Bomber ein Volltreffer. Natürlich auch nochmal. So, aber du hast zumindest das wieder. Du bist jetzt da. Okay, wir wissen natürlich nicht, wie hat es der schwere Panzer? Ja, der hat es von denen nicht zurückgeschafft, wie es aussieht. Der jetzt einfach da reingeht und das Ding erobert. Gar, schmeiß die Sättigungsbombe. Danke. Haben wir entgegen aller Erwartung doch noch die Eisentore erobert. Ich war jetzt innerlich darauf vorbereitet, die Mission aufzugeben. Aber wir haben plötzlich doch irgendwie die Hauptziele erfüllt. Und fast alle Nebenziele. Und jetzt organisieren wir den Laden vielleicht nochmal. Also bitte alle Ziele besetzen. Und alle, die ich hier schon aus dem Gefühl heraus aufgeben zu müssen, irgendwo gestellt habe, müssten die, ach, wenn die den nachsetzen und Stücke hauen. Das wäre wirklich... Okay, wir müssen also decken, was noch wichtig ist und Gegner loswerden. Könnt ihr aber kaum alle blockieren. Was fast garantiert, dass noch irgendwer auf die Bahn durchlaufen wird. Wobei, der ist gerade ganz gut dabei aufzuräumen und... Erfahrung einzusammeln.
Werde ich mal da an die Brücke. Das sieht solide aus. So, ihr zusammen könnt den da wegstellen. Zustellen. Hier könnten wir Versorgung zuschmeißen. Dann gehen wir bei dir auf Nummer ganz sicher. So, wie sieht das hier aus? Ihr habt Versorgung. Könntet hier sogar nochmal aus, wobei den haben wir. Das sind jetzt welche, die wir nicht nochmal haben. So, du hast auch nichts. Ja, und der Angriff lohnt sich hier häufig einfach nicht. So, was wir aber noch tun müssen, ist unseren schwer gefährdeten Panzer hier hinten irgendwie ein wenig abgeschirmter aufstellen. Und jetzt auch dieses letzte Meterbahnstück da erobern. So, wenn du hier entfährst, ja, am Ende kommt er halt hier hinten rum, irgendeine schnelle Einheit, aber wenn du da entfährst, müsste der ja hoffentlich abgesichert sein. Auf der Versorgung stehen, so, dann steht ihr halbwegs. Auch da hinten rum, ihr hier drüben. Die Optik da am Brückenkopf noch arbeiten. Je weniger Feinde da rumstehen, desto besser. Einfach auch ein bisschen schöner und solider aus. Ihr habt jetzt sogar hinten oben noch eine Bahnverbindung bekommen. Du kannst eigentlich nichts mehr machen. Auch noch irgendwo in die Nähe zu stellen. Jetzt niemandem mehr Versorgung zuschmeißen und auch sonst nichts tun. Kannst da noch Infanteristen einsacken und dich irgendwo anders hinstellen? Da ist soweit nicht los, bei dir ist auch nicht so. Okay, sind alle Ziele belegt. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Da ist einer drin. Der Panzer ist gefährdet, aber wenn du deine Kontrollzone hast und das hoffentlich überlebst, dann passt das schon. Ja, der drauf geht, doof. Ist das so? Und ihr haltet das Ziel. Okay, ich glaube, wir können den Zug beenden. Mann. Bombernerven. Aber entgegen der Erwartung, die ich kurz vor Schluss hatte, hat es noch geklappt. Okay, es war natürlich blöde, in Arad keinen stehen gelassen zu haben, dass man es nochmal verloren hat. Das ging richtig auf die Zeit. Beim Teilsbrückenkopf war Schlamm und in Bart hat der eine Reiter halt blöderweise mit dem einen letzten Punkt die Einnahme verhindert. Ja, und dadurch wurde es zumindest richtig lustig. Aber es ist nochmal gut gegangen. So gerade eben. Ich glaube genau, ja, wir haben wieder die nächste Konferenz. Und wenn das so weitergeht, die Mission nur so gerade eben immer nur zu schaffen. Ich meine, es sind ja insgesamt nur vier. Es ist halt auch anstrengend zu spielen, muss man sagen. Dann haben wir nächstes Mal die 16 Runden. Ja. Okay. Kann man mal machen. Da ist der Bomber Pflicht. Ich würde noch einen Bomber kaufen, auf jeden Fall. Das Gute zumindest ist, dass wir jetzt jede Menge Sachen haben und ich muss mich korrigieren. Ich habe bei der einer Liste, wo die Missionen sind, nur sehr grob drauf geschaut nach den Nummern und ich dachte, erste, zweite, dritte, alles ungarisch, aber nein, wir haben hier noch eine Panzertruppe bekommen. Und die Ungarn sind erst danach wieder dran. Kannst du was? Ja, immerhin. So, wir haben immerhin jetzt sehr, sehr viel Prestige. Den Bomber kaufe ich schon mal safe. Vielleicht auch die Luftversorgung. Man sieht ja, dass die hier und da sehr sinnig gewesen wäre. Ja gut. Ja, oder wir machen das nächstes Mal noch eben. Und damit an dieser Stelle aber auch erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen.
Und bis zur nächsten Folge. Bis dann.